Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es das Unboxing zu der Xbox One in der Day One Edition. Viel Spaß damit! Als allererstes Mal haben wir jetzt hier schon die schöne Verpackung. Die ist gerade eben bei mir angekommen. Hier haben wir nochmal Xbox One stehen. Hier ist schon mal ein kleines Abbild. Hier haben wir FIFA 14 stehen. Das ist da gratis mit dabei für 499 Euro in der Day One Edition, wie gerade eben schon erwähnt. Dann haben wir jetzt hier schon mal den Controller, der neue. Hier nochmal die gleiche Seite und hier nochmal ein paar Beschreibungen. An der Unterseite haben wir ebenfalls nochmal ein paar Beschreibungen, welche eigentlich nicht wirklich interessieren. Dann haben wir an der Oberseite hier nochmal so einen kleinen Griff, wo Xbox One steht. Und an der Unterseite haben wir so ein paar Stückchen, die man jetzt ganz einfach durchschneiden kann. Nichts kaputt machen am besten. So ist auf der Unterseite, denke ich, immer das gleiche. Hier kann ich das ebenfalls durchtrennen. Und jetzt sollte ich das so ganz schön anheben können, falls ich keins vergessen habe. Noch eins vergessen. Und jetzt kann ich das Ganze einfach anheben. Ich mache es mal von der anderen Seite. Geht mir schon die Hälfte auf. So, das kann ich jetzt mal beiseite legen. Dann haben wir jetzt hier nochmal so ein schwarzes Cover. Hier in glänzend, hier in matt. Dann ebenfalls nochmal ein paar Informationen, die gleichen wie auf der äußeren Seite. Hier nochmal das und hier nochmal den Controller. Dann kann man das Ganze hier oben so aufklappen und das Ganze sieht schon sehr cool aus. Ich glaube, ich habe das jetzt hier falsch rumstehen. Ich klappe das Ganze einfach mal um, so seitlich. Dann habe ich hier als allererstes Xbox One nochmal stehen. So sieht das Ganze aus. Dann habe ich jetzt hier FIFA 14. Da drin ist dann so ein QR-Code, den kann ich ganz einfach mit der Kinect einscannen. Habe ich hier das neue Headset. Das Ganze ist ebenfalls wieder nur für ein Ohr gedacht, wie bei dem alten Headset auch. Also, aber fühlt sich ziemlich cool an eigentlich. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir jetzt hier drin noch den Adapter, welchen wir dann an den Controller stecken können. Das zeige ich euch dann aber später nochmal. Hier mit Mute, lauter und leiser. Weiter zum Controller. Ebenfalls nochmal schön eingepackt. Ups, da fallen mir schon die Batterien runter. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich stelle es nochmal ein bisschen scharf. Hier vorne haben wir nochmal den Day One Schriftzug. Und so sieht er dann aus. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr schön an, muss ich sagen. Liegt wirklich super in der Hand. Auf der Rückseite das Fach für die Batterien, welche ebenfalls mitgeliefert worden sind. Mit diesen Impulse-Triggern hier hinten jetzt. Schön den Glossy. Xbox-Taste, den lege ich jetzt aber auch mal beiseite. Dann haben wir jetzt hier das HDMI-Kabel, welches mitgeliefert wird, welches auch 4K unterstützt. Nochmal schön eingewickelt hier und ebenfalls in so einem Glossy-Look, also passend zur Xbox. Dann haben wir hier wahrscheinlich das Power-Kabel. Ja, genau. Um den Powerbrick mit Strom zu versorgen und dann später die Xbox. Nochmal eine kurze Anleitung. Ganz Apple-typisch Xbox-Sticker. Und dann haben wir jetzt hier nochmal eine kleine Anleitung. Und ebenfalls nochmal ein QR-Code auf der Rückseite. Jetzt schaue ich da nochmal, für was das ist. Ebenfalls nochmal ein kleiner QR-Code. Ich glaube, das andere waren die 14 Tage Testmitgliedschaft bei Xbox Live. Dann haben wir jetzt hier den neuen Powerbrick, so nenne ich das Ganze mal. Den muss ich ebenfalls nochmal kurz aufmachen hier, dass ihr das auch sehen könnt. So, das Ganze finde ich etwas schade, dass man hier immer noch diesen riesen Powerbrick hat und nicht wie bei der PlayStation, das ist das Ganze ja schon eingebaut. So sieht es aus.
Hier kann man dann das Kabel, wo ich gerade eben gezeigt habe, reinstecken. Und hier der normale Stecker, welcher an die Xbox dann kommt. Dann kommen wir hier schon zum neuen Kinect. Ebenfalls nochmal eingewickelt. Ich mache die Folie erstmal kurz weg. Hier hinten haben wir so ein kleines Tab. Können wir so wegmachen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Xbox-Zeichen, die 1080p Frontkamera. Ebenfalls in dem Glossy-Look. Ihr könnt es in der Kamera schon sehr gut erkennen, finde ich. Dann an der Oberseite nochmal Xbox stehen. An der Rückseite sogar einen kleinen Lüfter. Sehr cool. Und hier sogar ein Stativgewinde, falls man das Ganze mal auf ein Stativ schrauben möchte. Da gibt es aber auch Wandhalterung. Das kann ich euch mal in die Videobeschreibung machen. Und hier dann das Kabel mit einem Port, welchen ich leider nicht kenne. Spezieller Xbox-Port einfach. Könnt ihr dann einfach an die Xbox anschließen. Legt das nochmal beiseite. Und dann sollte jetzt schon gleich die Xbox kommen. Jedenfalls nochmal so Papier. Und als letztes die Xbox. Schön den Schaumstoff nochmal angepackt. Ich habe das Ganze nochmal kurz unterbrochen, dass ihr das besser sehen könnt von etwas näher. Wir haben jetzt hier nochmal das Ganze eingepackt in Folie. Das kann man jetzt hier aufmachen und dann hole ich das mal raus, ohne die Folie zu beschädigen, hoffe ich mal. An der Rückseite am besten auch nochmal aufmachen. Und dann kann ich das Ganze jetzt eigentlich hier rausziehen. An der Unterseite auch noch. Und dann ist das Ganze schon aufgepackt. So. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hier haben wir jetzt das neue Xbox-Logo. Hier haben wir nochmal einen kleinen Hinweis. Hier oben haben wir Xbox stehen. Und jetzt auf der linken Seite haben wir wieder dieses Glossy. Und rechts ebenfalls das Glossy. Sieht aber so ein bisschen anders aus, wenn man von oben drauf guckt. Gehe ich mal noch die Anschlüsse mit euch durch. Hier haben wir einen USB-Port. Welcher hier an der Seite ist. Wahrscheinlich der Ein-Ausschalter hier an der Seite. Vorne habe ich vergessen das Laufwerk, welches man ganz einfach nur reinstecken muss. Also hier kommt kein Laufwerk mehr raus. An der Rückseite haben wir jetzt noch ganz viele verschiedene Anschlüsse. Hier ist wahrscheinlich das Netzteil, würde ich mal so schätzen. Dann HDMI-Out. Das Ganze kommt dann an den Fernseher. Dann haben wir optischen Audio-Eingang bzw. Ausgang. Ein HDMI-In für den Receiver zum Beispiel, falls ihr das Video schon mit der Fernsehfunktion gesehen habt. Dann zweimal USB. Dann haben wir jetzt hier den Kinect-Stecker. Hier ein Infrarot-Out. Und hier den Ethernet-Port, um das Ganze zum Beispiel mit einem Netzwerkkabel anzuschließen. Auf dieser Seite haben wir auch nur noch mal einen Lüfter. Das Ganze ist voll mit Lüftern, wie man hier sehen kann. An der Oberseite ebenfalls. Und an der Unterseite sollten wir eigentlich nichts Besonderes haben. Da haben wir nur ganz einfach diese Standfüße aufgebaut. Das war es jetzt schon zu dem Unboxing von der Xbox One in der Day One Edition. Ihr könnt uns ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Konsole ihr euch holen werdet und uns kostenlos abonnieren, falls ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!